Was geht ab, meine Freunde? JB ist am Start, wieder mit einem neuen Video Kraftethik und heute mal mit einem etwas anderen Start, denn es gibt eine kleine Neuerung bei mir. Aber erstmal möchte ich sagen, Entschuldigung für meine Stimme, ich glaube, ich werde wieder ein bisschen krank. Da, hört ihr das? Aber, habt ihr es gesehen? Was ist das? Der Shader Modloader GLSL Dingens wurde geupdatet für die 1.8. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, hier mal einen Shader reinzupacken. Ich muss allerdings leider noch dazu sagen, dass diese ganzen Shader Packs, da habe ich noch keins gefunden, was auf der 1.8 ist. Wenn ihr eins gefunden habt, bitte lasst es mich wissen. Das hier ist noch relativ verbuggt, deswegen weiß ich noch nicht, ob wir das drin lassen. Guck mal, das Chicken ist schwarz, meine Hand ist schwarz. Hier auf Sand und auf Stein sind immer diese Querlinien. Hier ist eine Kuh schwarz. Und meine Leiste flackert die ganze Zeit. So Pflanzen sehen abgehoben aus. Hier fehlt auch noch Schatten bei einer Fackel. Es leckt furchtbar. So, gehen wir einmal hinten schauen. Squids funktionieren komischerweise. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber hier, wie ihr seht, fließendes Wasser funktioniert auch noch nicht. Dann habe ich auch noch ein paar andere Shader mal ausprobiert. Die zeige ich euch auch jetzt direkt, wenn wir einmal zu mir in den Keller reingehen. Guck mal, Pferd schwarz. So, Chest schwarz. So, hier sieht ja alles normal aus. Ich habe auch, wie gesagt, ein paar andere Shader ausprobiert. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Rudoplace Shader angucken, dann seht ihr, meine Decke bewegt sich. Und Treppen bewegen sich auch ganz furchtbar. Also das sieht relativ witzig aus, wobei mir hier gefällt mir ja das weiße Glas besonders gut. Hier sind aber auch noch alle Kisten schwarz. Und ja, Wasser, keine Ahnung, ist auch ein bisschen kaputt, glaube ich. da hatte ich noch einen, den hier. So. Hier scheint ja auch alles schön und gut zu sein, aber hier ist genau wieder unser Treppenproblem. Oh, sogar Gravel bewegt sich. Das ist ja sehr witzig. Also 100... Oh. Das sieht natürlich sehr nice aus. Also Shader, die zu 100% funktionieren, gibt es wohl anscheinend noch nicht. Ich glaube, bei dem Shader hier, da sah unten meine Decke auch richtig lustig aus. So, hier, Chest ist auch immer noch schwarz. Ah ne, im Nether, der Boden, da war überall in der Ecke so ein Pixel ganz, ganz hell. Ja, ich kann euch mal gerade die anderen zeigen. Da siehst du, hier ist so ein Motion Blur. Also wenn ich mich so bewege, dass das so ein bisschen verzerrt ist, wenn ihr das sehen könnt. Seht ihr das, dass das Bild verzerrt ist? Aber hier ist, wie gesagt, das Problem, dass zum Beispiel Kisten schwarz sind, die Mobs schwarz sind. Sind die... Oh, die Itemframes sind abgefallen. Oh, gut zu wissen. Ich dachte, das liegt jetzt auch am Shader. Gehen wir nochmal in den Motion Blur. Also an für sich sieht das ja schon mega nice aus. Ich habe zwar jetzt nur noch so um die 30 FPS. Oh, das sieht natürlich auch... Naja. Jetzt habe ich so um die 30 FPS. Vorher hatte ich so hier um die 150, 160. Mehr RAM habe ich zugewiesen. Also daran liegt es nicht. Ja, keine Ahnung, was wir da machen. Also der hier mit dem Motion Blur, der gefällt mir natürlich mega gut. Also den finde ich richtig nice. Schaut euch mal bitte an, wie der Himmel aussieht. Ich würde gerne auf mein Dach... Oder warte.
kriegen wir vielleicht so einen schönen Blick. Guckt mal bitte, wie das aussieht. Ist das nicht episch? Also Shader in Zukunft auf jeden Fall ja. Ich hoffe mal, dass die ganzen Shader-Packs hier mal... Oh, das Skate, auch ein schwarzer Mann. Ich hoffe mal, dass die Packs hier auch mal geupdatet werden, sodass sie in der 1.8 nutzbar sind, also nicht mit so schwarzen Chests und sowas. Ich glaube, Sonic's Unbelievable... Ach, das ist der sogar, ja. Wer weiß, vielleicht probiere ich noch ein paar andere aus. Vielleicht ist einer dabei, der erträglich ist und nicht so... Oh, da wird mir schlecht, wenn ich hier die Treppe runtergehe. Also, müsst ihr entscheiden, ob wir mit einem etwas verbuggten Shader spielen. Oh, was ist denn jetzt? Oh? Oh? Seht ihr das? Warum sind meine... Ah, das kann natürlich auch ein Fehler von dem Forge Modloader sein. Guck mal, ich bin ja auch ganz schwarz. Vielleicht liegt es auch da dran? Nee. Naja, auf jeden Fall müsst ihr wissen, ob wir erstmal mit so einem verbuggten Zeug spielen wollen oder wirklich erstmal warten und dann einen vernünftigen Shader nehmen. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Oh. Wie sieht das denn aus? Auch nicht schlecht. Aber ja, schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr haben wollt. Ob lieber verbuggte Shader oder... ja, oder ob wir erstmal warten sollen. Ja. Ich würde sagen, ich probiere noch mal ein paar aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier habe ich zum Beispiel noch einen, der gefällt mir draußen ganz gut, aber drinnen ist er so furchtbar dunkel. Und Gravel bewegt sich auch ein bisschen. Das ist nicht so cool. Also wird es wahrscheinlich erstmal darauf hinauslaufen, keinen Shader zu nutzen. Vielleicht, ich starte mal einfach neu. Vielleicht liegt das mit den schwarzen Kisten auch einfach nur an Minikraft. So, also Kisten funktionieren schon mal wieder. Vielleicht klappt es doch jetzt mit Shader. Schauen wir doch mal. Nehmen wir meinen Lieblings-Motion Blur. Aha, Schilder gehen. Okay. Treppen sind nicht am Wackeln. Ja, hier unten ist auch alles schön. Das ist mein Motion Blur Shader. Ah, hier ist ein bisschen... Ah. Hm. Boah, ist das hell. Richtig schön die Sonne am Blenden. Hier draußen. Ja, krass, die Augen gewöhnen sich im Prinzip daran. An die Helligkeit so langsam. Boah. Also ich muss sagen, der hier gefällt mir eigentlich gerade ziemlich... Na. Ey. Wer war an meiner Eisenfarm? Kann doch nicht sein, dass ich Leute einfach so Eisen nehmen hier von mir. So. Gerade eben waren noch 5 drin. Die sind jetzt weg. So. Aber das scheint ja gerade irgendwie gut zu klappen. Ich habe zwar ein bisschen wenig Frames, aber da müsst ihr jetzt entscheiden. Ob ich den so drin lassen soll oder nicht. Gut, das Glas wird wahrscheinlich noch geupdatet, hoffentlich, hoffe ich mal. Und sieht es auch schön gemütlich aus. Ich glaube, den lasse ich jetzt mal drin.
Ja. Ha, nee. Entscheidet ihr. Soll ich den Shader drin lassen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Oder einen von den anderen Shadern. Vielleicht klappt das jetzt hier auch mit den Chests. Ich glaube, der hier, der war das mit den Wackeln. Ja, das war der mit dem Wackeln. Also der ist auch nicht so cool. Das war der mega dunkle. Dann hatte ich den hier noch. Der war auch mit wackeliger Decke. Gut, dann lasse ich jetzt den hier erstmal drin. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch andere schöne Shader kennt. Ich bin da sehr offen. Und ich schneide nochmal. Ja, ich sehe gerade. Schaut mal, Mobs. Mobs sind immer noch schwarz. Gehe ich mal gerade bei meinen Kühen gucken. Es wird auch, glaube ich, wieder dunkel hier. Ja, so ein bisschen. Gut, Mobs sind immer noch schwarz. Also, eure Entscheidung in die Kommentare drin lassen. Ja oder nein? Scheint wohl ein Problem mit Forge zu sein. Gut, dann wechsle ich wieder in Vanilla Minecraft. So, aber wollen wir doch heute auch nochmal was Sinnvolleres tun, als nur irgendwie Shader angucken und schwarze Mobs angucken und keine Ahnung. Boah, ist das Vanillawasser hässlich. Ich hoffe, ich habe bald die Shader funktionierend, einwandfrei. Ja, aber wie gesagt, lasst uns doch mal erstmal die Grafik umstellen, hier wieder auf Fancy. So, sehr schön. Und was Sinnvolles tun? Ich gehe jetzt... Oh, was ist denn da? Lasst uns etwas Sinnvolles tun und erstmal hier ein paar Schilder lesen und dann gucken, was das da hinten ist. Das sieht nach Spenden aus. Oh je. He bought Skate. Ja, ich glaube, wir können den trollen ein bisschen. Lass uns mal... Wir müssen auch eh gleich noch woanders ein Schild hinstellen gehen. Mangrohr. 1000 Euro. Euro und eine Xbox. So. Was ist denn das da drüben? Das sieht aus wie so ein Creeper, oder? Das soll, glaube ich, auch ein Creeper sein. Aber was ist das? Schön aus Clay gebaut, wa? Aha. Hey! Was ist das? Und wofür? Huch! Lol! Back! Sehr schön! So, haben wir Skate auch einmal besucht. Anscheinend ist es jetzt ein neues Zuhause, weil ich irgendwie nicht glaube. Aber wir gehen jetzt nochmal bei meiner Eisenfarm ein Schild anbringen. Anscheinend erlaubt es sich ja jeder hier da einfach was wegzunehmen. Oh, meine Nase kribbelt. Ich glaube, ich muss niesen. Nee, doch nicht. Okay. Und deswegen machen wir jetzt mal ein Schild hin. Eigentum von Mangrohr. Beziehungsweise von JB. Wuppa, wuppa. So. Eigentum von JB. So.
Gut, die drei Treppen da, die nerven mich auch schon die ganze Zeit. Das war ein Traueraltar, den Malte mir hingebaut hat, als ich im Nether gestorben bin. Erinnert ihr euch? Na gut, so lange ist das noch gar nicht her. Aber was können wir noch machen? Ich habe jetzt den ganzen Abend hier wirklich damit verbracht, Shader zu installieren und rauszusuchen, dass ich kaum noch Zeit habe. Und dementsprechend wird das heute auch mal wieder eine sehr sinnlose Folge. Ich hoffe, ihr lacht trotzdem ein bisschen. Wenn nicht, tja, dann ist es so. So, und ein paar Kühe füttern. Wunderbar. Obwohl, wir haben noch so viel Fleisch. Wir haben hier 17 und unten haben wir, glaube ich, auch noch massig. Ich schau mal gerade. Ja, hier waren noch zwei Stacks. Wahnsinn. Na gut. Ich glaube, ich werde noch ein paar Tränke brauen, die ich dann in den Nether bringe. Huch, das ging aber schnell. So, nehmen wir uns die mal mit. Na, komm doch. So. Warten wir noch gerade, bis die hier fertig sind. Ist ja auch nur noch Redstone durch. Los. Mach schon. Los. Los, 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 los. Los, los. Los, los, los. Wo ist der dritte? Hallo? Ah, da. So. Dann bringen wir die gerade in den Nether. Hoppa. Hops. 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 Ha, das ist immer so ein langer Weg bis dahin. Oh Gott. Oh je. Bisschen krank. So. Schauen wir doch mal. Gibt's schon Pfandflaschen? Nö. Gut. Füllen wir gerade mal unsere Tränke ein bisschen nach. So. Wunderbar. Machen das Ganze zu. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Lasst einen Kommentar da, wegen den Shadern, ihr wisst schon. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.